Servus und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Der Titel von diesem Video ist Nie wieder Counter-Strike und Warcraft. Worum geht es heute? Ich habe früher gerne Counter-Strike gespielt. Was habt ihr gerne gespielt? Schreibt mal in die Kommentare. Und zwar, wie ihr wisst, die größten YouTube-Kanäle Deutschlands sind mitunter Computerspielkanäle wie Gronkh und ContorTV. Die Frage ist, welche Auswirkungen hat Computerspielen auf euch? Und da gibt es ein Interview mit dem Medienwissenschaftler Manfred Spitzer. Und er antwortet auf die Frage, welche Symptome hat ein Internet-Junkie? Wenn einer fast rund um die Uhr beim Online-Rollenspiel World of Warcraft herumballert, leidet er, wenn er plötzlich offline ist. Es gibt ähnliche Entzugssymptome wie bei Drogenabhängigen. Und es braucht viel Zeit, sich allmählich vom Computer und diesem Spiel wegzubekommen. Häufig sind die jungen Leute nur noch in ihrer virtuellen Welt als Avatar unterwegs und müssen erst wieder lernen, dass das reale Leben auch interessant und spannend sein kann. Man kann sich kaum vorstellen, aber sie drohen sich umzubringen oder sich die linke Hand abzuhacken, wenn sie nicht mehr online sein dürfen. Die jungen Menschen hocken die ganze Zeit in ihren Zimmern und bewegen sich kaum noch. Ja, und ihr kennt das Problem wahrscheinlich auch, wenn man viel Computer spielt, dann vereinsamt man auch mit der Zeit. Ich möchte euch meine Geschichte erzählen. Ich habe mit etwa 13 Jahren meinen ersten Computer bekommen und ich war total fasziniert. Ich habe dann auch angefangen, Computer zu spielen und irgendwann habe ich fast meine gesamte Freizeit vorm Computer verbracht. Habe dort immer viel gezockt, zwar auch mit Freunden, aber irgendwann vereinsamt man da auch. Ich habe vor allem Rollenspiele gespielt, Age of Empires, Baldur's Gate, aber auch Counter-Strike. Und ich hatte immer weniger Zeit für Hobbys oder für Sport oder für die Schule. Und meine Schwester kann es bestätigen, ich wurde auch teilweise aggressiv, wenn mir jemand das Kabel wegnehmen wollte vom Computer. Also es war schon fast wie so ein Drogenabhängiger, wie ich computersüchtig war und wie auch viele andere Leute das sind. Eines Tages, ich war 19 Jahre alt, habe ich mich dann gefragt, was mache ich eigentlich die ganze Zeit mit meiner Zeit? Andere Leute machen Sport, sie sind vielleicht in einem Basketballclub und sie lernen wirklich was, sie können wirklich was und ich verschwende meine Zeit hier vor dem Computer. Und da war dann der Punkt, wo ich gedacht habe, ich will wieder was Richtiges aus meinem Leben machen und ich habe mich entschieden eines Tages und ich habe all meine Computerspiele weggeworfen und auch die Handyspiele weg und ich habe seit dem Zeitpunkt nicht mehr Computer gespielt und auch nie wieder angefangen. Und das Leben ist eigentlich viel schöner, man kann wieder anfangen, sich an kleinen Dingen zu erfreuen. Und bei Computerspielen ist es ja auch so, dass sie eigentlich sehr den Egoismus fördern. Man ist oft alleine und es geht um sich selbst. Man muss versuchen zu gewinnen, möglichst auch viele andere Leute umzubringen. Man ist sein eigener Chef und man wird auch so abgestumpft. Also man wird unempfindlich gegen das Leid anderer. Man tötet ständig Leute und freut sich auch noch daran. Und das hat einen starken Einfluss auf euer Gemüt. Also man lernt nicht wirklich soziale Dinge beim Computerspiel. Man lernt, wie man andere umbringt. Das ist nicht wirklich eine Sozialkompetenz. Oder denkt das jemand von euch da draußen? Ich habe ein bisschen Angst für Allgemeinere. Es gibt auch Spiele, wo man was lernt. Sims zum Beispiel. Ja, gibt's schon. Okay, das stimmt. Ja, wenn ihr euch heute dazu entscheidet, dann müsst ihr wissen, es wird nicht einfach werden. Weil beim Computerspielen habt ihr ständig Reize und ihr seid ständig motiviert, weil ihr mehr Reize noch bekommt. Und im realen Leben ist es manchmal nicht so. Da müsst ihr manchmal vielleicht, wenn ihr studiert, 3 Monate durchlernen und dann 8 Stunden am Tag immer lernen und keine Belohnung in Sicht. Aber ich möchte euch motivieren, haltet durch, auch wenn es schwierig ist. Und wie ihr das macht, ist nicht so einfach. Bei mir war es so, Gott hat mir die Kraft gegeben. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall auch Ziele setzen. Setzt euch das Ziel, ich will zum Beispiel Ingenieur werden. Und dann könnt ihr Stück für Stück das Ziel erreichen. Und ich kann euch sagen, es ist ein total schönes Gefühl, wenn ihr dann irgendwas an irgendetwas wirklich Feste gearbeitet habt und vielleicht 5 Jahre gelernt und dann wirklich etwas geschafft habt, einen Abschluss habt. Und dann ist es wirklich einfach toll, wenn ihr wirklich den Abschluss dann in der Hand haltet. Und wenn ihr auch nicht nur Computer spielt, sondern wenn ihr was Positives für die Gesellschaft macht und für die Menschen. Es gibt auch noch andere Fälle, ihr kennt sie wahrscheinlich auch. Ich habe einen Bekannten, bei dem ist es anders gelaufen. Er war auch computerspielsüchtig, er hat World of Warcraft viel gespielt und auch Tekken und sowas. Und er ist mittlerweile über 30 und er ist immer noch nicht davon weg. Und das ist wirklich nicht schön. Er wohnt allein in einem Haus und ist total unaufgeräumt. Er kümmert sich weder um das Haus noch um seinen Garten. Er ist auch nicht sozial kompetent. Er weiß nicht, wie er sich richtig kleiden kann. Er ist dicker geworden und er fühlt sich total unwohl unter Menschen. Er verdient nicht sein eigenes Geld, er ist immer zu Hause. So kann es auch enden und ich möchte euch motivieren.
lasst euer Leben nicht so sein. Und jetzt möchte ich euch motivieren, ich bitte euch, macht was aus eurem Leben. Schmeißt die Computerspiele weg, nehmt euer Leben in die Hand, macht Dinge, auch wenn sie vielleicht nicht so spannend erscheinen. Nehmt euer Leben in eure Hand. Schreibt mir gerne Kommentare, ich werde euch definitiv antworten. Wie immer, auf die Wahrheit kommt es an. Bis zum nächsten Mal. Ciao.